Na, wer erinnert sich noch? 20.45 Uhr. Hallo Beschwörer. Die Woche ist gestartet, es ist schon wieder Montag. Harter Versuchstag, aka Try Hard Monday. Kein Fun Day, ich picke die Top Lane. Stolz roame ich Mitte mit meinem Hype Train. 5 gegen 5 in einem Viewer-Game. Meine Sidesteps und Outplays sind zu insane. Ich bin der Holzfäller, guck wie das Gold blättert, wenn meine Axt mit voller Kraft in deinem Turm scheppert. Das ist der Abrissmodus, denn ich bin Captain vom Gewinnerteam. Kein Kaiser kann mich stoppen, wie sie in die Basis fliehen, wenn ich die Kanonen aus dem Handgelenk nach oben zieh. Kurz noch shoppen, Pentakill, Massaker, nenn es Heroic. Und dann zücke ich die Karten, verdrehe das Schicksal, eine Übermacht an Gegnern, habe keine Wahl. Doch frage mich, was Aurelion soll, die reinste Drachenqual, egal, Sieg nach der vierten Runde, wundervoll. Diesmal hat Viego Karma nicht unter Kontrolle und trotz weinender Poros bekomme ich eine 21k-Bombe. Das ist das Max-Damage-Panel, dennoch kein Tilt auf dem Gold-Level. Es wird wild! Handcam, Fingerakrobatik, noch krasser als der League-Akrobat-Pick. Und es ist, als würde ich Salz in Wunden kippen, wenn ich ohne Absicht mit Amumu die Bandage hitte, in den Gegnern meine Ulti schnippe und das ganze Game-Coin flippe. Samira-Style, Roll-Akademie. Was wohl dahinter steckt? Ja, vielleicht erfährt man's nie. Und der KDA-Gesang bringt uns in eine neue Galaxy. Es ist wie ein Schachspiel, ihr denkt, ihr habt mich durchschaut, aber ich plane jeden Schritt tausendfach voraus. Ich weiß, ihr habt eine Taktik für den Teamfight aufgebaut. Sie geht nicht auf, weil Miss Fortune ist eure Solo-Carry-Braut. Easy win, denn mein Account ist genervt. Wassermarsch für alle und ab rein in den Lurk. Nagelt mich fest, Bottom 4, doch nur Jordel bei euch. Bin empört, weshalb der Sieg jetzt mir gehört. Bin wieder in-game mit meinem Big Brain. Großherausforderer Kroki vs. Top Lane Vayne. Bin der Stier in jedem Game, S-Tier auf jeder Lane. Höchste Skillwertung, perfektes Valorant-Aim. Ständig Gedanken wie Basketballspieler. Frag mich wieder und wieder, bin ich ein Streamer? Schmerzen im Kopf von Raumfrequenzen. Mach ich genauso schlechte Witze wie bei Oscar-Audienzen? Zwar ziehen aktuell Schatten übers Leseland, doch eure Kommentare sind eklatant. Bringen Sonne, sodass ich wieder sehen kann. Vielleicht schaffe ich es wieder, trete an das Mikrofon heran. Stream starting soon. Bist du in meinem Team? Da musst du durch. Oder riesig. Was soll noch kommen? Hab das Game durchgespielt. Legendäre Siegessträhnen in Runeterra und ein erster Platz in TFT. Und der Chat, oh je, mine, am Tränen vergießen und dann der Easy Pentakill. GG.